Bei der Forst Arena stellen wir euch schon viele Jahre unsere Maschinen und unsere Kunden vor und zeigen ihre Einsätze. Einige Maschinen von uns, die gibt es nicht nur im Forst, sondern die haben auch ihren Einsatz in der Landschaftspflege. Und genau sowas, so einen Einsatz haben wir heute. Ihr seht hinter uns den Moritz FR75. Der hat eine Forstfräse verbaut, neues Modell der Forstfräse Max. Und wir haben die Traktionsseilwinde verbaut, was ja auch ein ganz neues Anbaugerät ist. Und diese Maschinenkombination bringen wir heute in den Einsatz. Wir bereiten eine Skipiste für den nächsten Winter vor. Hier muss die Alpenerle etwas entfernt werden, damit die Skipistenpräparierung wieder leichter stattfinden kann. Das Ganze schauen wir uns jetzt hier in Serfaus live im Einsatz an und ihr seid mit dabei. Forst Arena Themenabende, powered by Pfandzelt. Forstarbeiter Michael Knabel von der Firma HWR Rundholz transportiert für uns den Moritz mit einem PKW-Anhänger hinauf ins Skigebiet. Der Einsatzort liegt weit über der Baumgrenze auf rund 2100 Metern Seehöhe. Dort soll die Maschine vorgeführt werden, damit sich der Kunde einen Eindruck von der Arbeit am Steilhang verschaffen kann. Oben angekommen fährt Pfandzelt-Mitarbeiter Micha Scheu die ferngesteuerte Raupe vom Anhänger. Das verstellbare Fahrwerk und seine Vorteile habt ihr schon kennengelernt. Mit einer Schlinge und einem Schäkel richtet Micha zunächst einen Sicherungspunkt ein. Danach zieht er das Seil der Traktionswinde heraus und hängt den Karabiner ein. Für mehr Bewegungsfreiheit lässt sich der Führungsarm verlängern. Micha bringt das Seil auf Spannung und kann nun mit der Maschine behutsam über die Wegkante fahren. Die Winde hält den Moritz zurück, sodass wir entspannt nach unten zur Einsatzfläche fahren können. Als Arbeitsgerät haben wir die Forstfräse Max dabei. Über die Fernsteuerung schaltet Micha die Zapfwelle ein und bringt den Rotor auf Touren. Heute geht es darum, die Alpenerle zurückzumulchen, die hier über die Sommermonate auf den Pisten wuchert. Durch diese Maßnahme kann der Skibetrieb früher aufgenommen und im Frühjahr länger aufrechterhalten werden. Denn nur wenn die Vegetation vollständig vom Schnee überdeckt wird, darf der Betreiber die Piste für die Wintersportler freigeben. Das Gelände ist steil. So steil, dass auch Michas Trittsicherheit auf die Probe gestellt wird. Tapfer kämpft sich der Moritz durch das mannshohe Gestrüpp. Die 75 PS aus seinem Vierzylinder-Dieselmotor kann er hier gut gebrauchen. Die Forstfräse Max wurde speziell für den Moritz entwickelt und zählt zu den leichtesten Gestrüppmulchern in ihrer Klasse. Heute wird ein neuer Rotor getestet. Anstelle der 40 Rundmeißel zerkleinern hier 20 fest verschraubte Klingenwerkzeuge das Material. Ziel ist ein besseres Mulchergebnis bei gleichzeitig geringerem Kraftbedarf. Die hydraulisch schwenkbare Frontklappe ermöglicht es, sowohl stehendes Gestrüpp niederzufräsen als auch liegendes Material aufzuarbeiten. Für eine optimale Nachzerkleinerung sind Gegenschneiden in die Klappe eingearbeitet. Ein Kettenvorhang im Heck der Maschine soll verhindern, dass Steine oder Holzstücke nach hinten weggeschleudert werden. Große Böschungswinkel und die hohe Bodenfreiheit verleihen dem Moritz eine gute Steigfähigkeit und erlauben das Überfahren von Wurzelstöcken und anderen Hindernissen. Die Gummibänder werden auf Doppelleiträdern geführt und hydraulisch auf Spannung gehalten. Das verhindert ein Abspringen im schwierigen Gelände. Die neue Traktionswinde ist hier unverzichtbar. Ohne die permanente Sicherung am Seil wäre die Arbeit auf solchen Steilflächen nicht möglich.
Die Winde wird synchron mit dem Fahrantrieb gesteuert und hält das Seil permanent auf Zug. Der rundum drehbare Führungsarm erlaubt Bewegungsfreiheit in alle Richtungen. Seillängen bis 1000 Meter sind möglich. Um ein Gefühl für die Steilheit zu bekommen, haben wir einen kabellosen Neigungsmesser am Moritz montiert. Der Blick auf das Display bringt Klarheit. Die Traktionswinde verschiebt die Einsatzgrenze des Moritz auf ein neues Level. Auch der zukünftige Fahrer Michael Knabel ist begeistert. Heute haben wir in der Lazit Ost. Es ist im Winter eine schwarze Piste, also ist relativ steil. Und das hat eigentlich der Moritz mit Bravour, hat er das mit der Traktionswinde gelöst. Ich war selber beeindruckt eigentlich von der Steilheit, was der bewältigt hat und wie sauber er das gemacht hat. Durch das, dass die Traktionswinde immer sicher am Seil ist, hat das eigentlich super funktioniert. Der leichte Moritz in Kombination mit dem Zug der Winde ermöglicht hier einen bodenschonenden Einsatz. Das war auch für HWR Rundholz ein entscheidendes Kriterium. Das ist eigentlich ein kleines, kompaktes Gerät, wo du eigentlich das, was ganz bleiben sollte, bleibt ganz und nur das, was du mulchen solltest, wird da wirklich gemulcht. Das ist eben bei uns sehr wichtig im Skigebiet, auch das Bodenschonende. Und das ist erfüllt der einmal vollkommen. Bei HWR Rundholz wird der Moritz aber nicht nur am Mulcher laufen. Die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und der einfache Transport der Maschine haben den Forstunternehmer überzeugt. Also wir in der Firma nutzen den sicher nicht zur Gänze. Nur Mulcherweite, wir brauchen auch die Winde. Also wir haben 7,2 Tonnen Winde auf dem Moritz verbaut. Und durch das, dass wir eigentlich in vielen Gemeinden schnell einmal da sein müssen, die können wir schön aufs Auto auflegen, mit dem PKW transportieren, sind es alle hohe Transportkosten im Spiel. Und da dann mit dem PKW bist du schnell an Ort und Stelle. Der Forstunternehmer möchte den Moritz auch zur Unterstützung seiner beiden Seilbahnen nutzen, um die Holzbringung im schwierigen Gelände noch effizienter zu gestalten. Wir sind zwei Seilbahnen und wir hatten eben vor, den Moritz auch mit der Seilbahn in Schlag selber runterzubringen und im Schlag unten eigentlich die Bäume zuziehen zur Seilbahn und nachher mit der Seilbahn abtransportieren. Das ist eben durch das Einsatzgewicht geht das nur mit so einem kleinen Gerät. Wo du früher einmal zwei Seilbahnen runtergespannt hast, brauchst du jetzt zum Schluss nur eine, weil du kannst dir das ziemlich mit dem Moritz auf eine Seilbahn ziehen und nachher da sparst du eigentlich da eine ganze Seilbahnspannung und jede Menge Zeit. Pünktlich mit dem Einsatz in Regen sind wir fertig geworden. Ich glaube, man hat wirklich schön gesehen, wie bodenschonende Pistenvorbereitung für den Winter funktionieren kann. Es muss nicht immer die große brachiale Technik sein, es kann auch die kleine, angepasste Technik sein. Der Moritz mit der Traktionsseilwinde, glaube ich, ist selbst für eingefleischte Moritz-Fahrer eine neue Liga. Und welche Möglichkeiten ihr noch alle mit der Traktionsseilwinde und dem Moritz habt, das seht ihr in anderen weiteren Videos hier auf dem Kanal.